Ja, herzlich willkommen zu unserem kleinen Vortrag über unsere Video-Odyssee. Wir möchten euch einfach unser Projekt präsentieren, wo wir jetzt schon ein paar Monate dran arbeiten, um irgendwie Videos von hier nach da transportieren zu können. Haben wir hier nächste Folie irgendwie? Ah. Klappt alles wunderbar. Ja. Ihr habt euch sicherlich schon gefragt, die haben ja irgendwie 3 Kameras reingehängt in diesen Raum, erzählen ja irgendwas von Streaming. Wann können wir uns das nach dem Kongress anschauen? Weil wir haben alle keine Zeit, das live zu schauen. Es gibt viel zu viele Talks gleichzeitig. Und da sind wir beide die letzten Monate schon dran gewesen, ein kleines System zu entwickeln, die Videos, die dann irgendwie schon mal zumindest fertig geschnitten sind, zu konvertieren und in ein ähnliches Portal, wie wir das von media.ccc.de kennen, hochzuladen und dort genauso zur Verfügung zu stellen. Das Problem ist, das Medienportal vom Chaos Computer Club ist jetzt nicht so eine Software von der Stange, wo man einfach vorne das Video reinwirft und hinten kommt dann das richtige Video raus, sondern das ist einfach nur ein Anzeigeportal für Videos, die in irgendeinem Content Delivery Network liegen und dort dann einfach verlinkt werden und mit ein paar Metadaten versehen werden. Das C3VOC, was die ganzen anderen Talks hier aufzeichnet, hat seine Mechanismen, das gleich direkt nach dem Talk in die richtigen Stücke zu schneiden und eben hochzuladen. Und für uns sind die Anwendungszwecke einfach andere. Wir haben kleine Veranstaltungen, große Veranstaltungen, wo wir einzelne Videos herausputzeln oder solche Veranstaltungen wie hier, wo wir eine ganze Ecke voll Videos haben, die wir irgendwie hochladen möchten. Und dazu haben wir einfach einen Workflow geschaffen, der das tun soll und die Werkzeuge dazu eben programmiert, mit denen wir das Ganze dann abhandeln möchten. Und wie geht's jetzt weiter? Genau, wir haben jetzt hier die einzelnen Komponenten, die wir euch einfach mal kurz zeigen wollen. Und wir haben auch eine Art Live-Demo vorbereitet. mal sehen, ob es dann geklappt hat. Wir haben gerade vor dem Start des Vortrags ein Video aufgenommen, haben das in die Video-Pipeline reingeschmissen und schauen mal nachher, ob wir uns selbst sehen können. Ist an? Ja, okay. Genau, ich würde ein bisschen genauer auf die einzelnen Komponenten eingehen. Anni hat ja gerade schon gesagt, das ist halt nicht... Es sind mehrere Teile Software notwendig gewesen, um das alles irgendwie ein bisschen vernünftig und halbwegs komfortabel benutzbar zu machen. Also, was wir hier sehen, wäre quasi die Upload-Oberfläche. Ganz normal unter videoodyssee.freifunk.net, also einfach ein Formular, wo man halt gewisse Sachen ausfüllen und auswählen kann. Also zum Beispiel haben wir hier eine API für gewisse Konferenzen, also der 34C3 ist jetzt hier schon mit dabei, würde jetzt hier seinen Kram eintragen und dann hier Upload drücken. Ich habe jetzt leider gerade kein Video zur Hand, aber wie gesagt, wir haben vorhin schon eine kurze Demo durchgeschoben. Da können wir dann nachher nochmal beim aktuellen WLAN gucken. Ist auch immer ein bisschen Glücksspiel, ob wir jetzt irgendwas loskriegen hier. Das kommt noch dazu. Vielleicht, also technisch gesehen, keine Rocket Science jetzt bei der Seite, ist einfach eine Spring Boot App im Hintergrund, Java und ein bisschen HTML und CSS. Genau. Wenn man jetzt hier das Formular submitten würde, kommt. Vielleicht kannst du erstmal unseren Workflow kurz zeigen. Da wollte ich jetzt nämlich gerade drauf hinaus. Ist ja wie abgesprochen. Wenn man das Formular submitten würde, würde man damit einen. Diesen Workflow anstoßen sozusagen, also das fertig geschnittene Video, das ist ja das, was man in dem Formular sozusagen auswählt und hier an dem Workflow kann man auch ganz gut erkennen, warum wir das Video Odyssee genannt haben. Es sind halt einfach erstmal ein paar Schritte notwendig. Wir erwarten oder wir gehen davon aus, dass wir ein fertig geschnittenes Video in einem Format
erhalten, was man mit Open-Source-Software wie zum Beispiel FFmpeg verarbeiten kann. Diese Dateien werden dann erstmal zu uns hochgeladen, normalisiert, das heißt, wir schieben Metadaten an den Anfang und nehmen noch ein paar kleinere Optimierungen vor, und im nächsten Schritt wird eben dieses Video in unsere Zielformate überführt. Im Moment haben wir wir haben WebM und H264 als Formate. Die anderen beiden Sachen, die hier als vielleicht schon optional stehen, haben wir natürlich nicht umgesetzt. Das wird dann später irgendwann mal getan werden. Wenn die Videos erfolgreich konvertiert werden konnten, laden wir sie auf ein Content Delivery Network hoch, was wir hier mit der zweiten Alternative mit Mirrorbits schon umgesetzt haben. Und wenn dieser Upload zum CDN auch erfolgreich geklappt hat, dann wird das Ganze veröffentlicht, unter anderem auf media.freifunk.net, und YouTube ist in Planung, und wenn das Ganze veröffentlicht ist, wollen wir das natürlich auch automatisiert gleich über alle sozialen Medien rausjagen, damit jeder weiß, da können wir uns das anschauen und uns die Zeit vertreiben und müssen nicht so viel arbeiten auf Arbeit oder so. Vielleicht nochmal zu dem Diagramm hier. Also das Diagramm ist entstanden, bevor die erste Zeile Code geschrieben war. Am Ende ist auch tatsächlich der Workflow bei rausgekommen. Also das sieht dann im Detail so aus. Also wir haben uns da Also ist eigentlich ein CI-Tool, LambdaCD heißt es, ist in Clojure geschrieben. Wir dachten, fits our needs. Man kann halt super flexibel damit sein, also eigentlich alle Workflows abbilden. Und das ist dann das, was wir sehen. Also wir haben hier noch, was man vielleicht noch erwähnen kann, hier diesen Confirm Publishing. Das ist noch ein manueller Trigger oder Schalter, den wir mit reingenommen haben, um nochmal zu verifizieren, was denn da so an Videos hochgeladen wird, dass man zur Not nochmal einen Review-Prozess machen kann. Also wir wollen einfach verhindern, dass irgendwie die ganzen Hater-Videos dann direkt bei uns online gestellt werden und wir dann erst irgendwie von Dritten erfahren, dass das irgendwie auf unseren Seiten verfügbar ist. Genau, so sieht das Ding dann aus. Vielleicht, willst du noch was zum CDN? Genau, als CDN haben wir einfach Mirrorbits verwendet. Das ist dann so ein schönes Tool, wo man auch so ein paar Statistiken sich anschauen kann. Im Moment haben wir genau einen Partner für Mirrors, das ist Freifunk Hamburg, die uns einen Server zur Verfügung gestellt haben. Es gibt noch einen Master-Server, wo die Dateien erstmal drauf landen und dann regelmäßig synchronisiert werden. Und ansonsten macht das Ding halt einfach ganz smart das, was wir wollen und was man halt von einem CDN irgendwie erwartet, und leitet einfach auf die Videos um und Bilder, die wir hochladen, und stellt die dann eben zur Verfügung. Genau. Nach der ganzen Pipeline, also Andi hat ja vorhin schon erzählt, Vorbild ist ja im Grunde so ein bisschen das Media-CCC. So würde es dann aussehen. Also man sieht auch noch, wir haben den, ist noch im Fork drin gewesen, der Hintergrund vom letzten Kongress. Da könnte man noch ein bisschen Liebe in die UI stecken vielleicht und ein bisschen noch erweitern, aber im Grunde, ja, man sieht schon, da fliegen jetzt ein paar Testvideos von uns durch, die wir halt hochgeladen haben. Und da kommen jetzt hoffentlich nach dem Kongress noch ganz viele dazu. Genau, also wir sind ja auch dabei, alle Videos aufzuzeichnen. Gibt es eine Endlosschleife, wenn wir jetzt sagen, dass wir aufgezeichnet werden und dann hier sind? Genau, an dem Portal muss tatsächlich dann noch ein bisschen was getan werden. Da gibt es jetzt auch noch viele Stellen und Texte vor allem, die wir einfach geklont haben von dem Original-CCC-Repository. genau, jetzt ist es öffentlich festgehalten. Natürlich müssen dann Veranstaltungen gepflegt werden und so weiter. Aber das sind einfach Sachen, die wir dann im Nachhinein noch tun können. Das Wichtigste und Komplizierteste bisher war einfach, den Workflow zu schaffen, das ganze Ding hier per REST-API anzubinden und natürlich die gesamte Umgebung zu schaffen. Genau. Haben wir jetzt noch... Haben wir noch was? Also im Grunde haben wir jetzt nicht mehr viel. Die Repos werden vielleicht noch interessant. Also Contributions immer willkommen. Ja, also wer da mitmachen will oder Ideen hat. Wir haben auch ein Bundel-Sammelsurium an Technik und Programmiersprachen. Also ist für jeden was dabei. Ist für jeden was dabei, ja. Also von Java bis Clojure bis Frontend-Kram.
Ruby ist auch dabei. Ruby ist dabei, Go. Also da ist für... Wir haben einmal tief in die Kiste gegriffen. Da findet sich und, jeden alles rausgeholt, was ging. Aber wir können mal kurz die Pipeline neu laden, weil wir haben ja vorhin ein Video in die Pipeline geschoben. Oh Gott, jetzt wird spannend. Live-Demo. Nee, lass erst mal neu laden und dann erzähl mal über die restlichen Repos. Genau, achso. Genau, also auf dem GitHub Freifunk-Account ist der CI, also quasi die Verarbeitungsstrecke, die lädt jetzt hier gerade neu, die wir gezeigt haben. Also wer da dran Interesse hat, das ist quasi ein Clojure-Projekt. Wer gerne in der Klammernhölle verschwinden möchte, der darf sich gerne Clojure antun und dort mithelfen und unterstützen. Dann haben wir noch, achso, das ist hier Vog2Web, also das ist der Fork vom MediaCCC. Und ansonsten, das liegt jetzt momentan noch hier bei mir rum, das müssten wir eigentlich noch zu Freifunk mal rüberziehen. Das ist quasi der Uploader, also die UI, die wir zum Anfang gesehen haben. Also genau, das sind neben dem CDN die drei Komponenten, die wir selbst entwickelt haben. Zwei Komponenten haben wir selbst entwickelt, das dritte haben wir angepasst und versucht, unseren Bedürfnissen entsprechend einzurichten. Und wer da gern mithelfen möchte oder Ideen hat, wir können solche Ideen auch zum nächsten Google Summer of Code einbringen. Wer da irgendwie wirklich eine Projektidee hat, wo man sagen kann, das dauert ungefähr 3 Monate, dass man sowas entwickeln kann oder man kann so eine Entwicklung über 3 Monate irgendwie verteilen, gebt uns einfach Bescheid, dass wir sowas einfach mit einplanen können. Meine Idee zum Beispiel ist, dieses Vog2Web-Portal mal so ein bisschen zu entzerren und diese ganzen inhaltlichen Sachen von den Logik-Sachen zu trennen, dass man da so ein bisschen Theming einbauen kann und dieses Portal, wir sind quasi die zweiten Nutzer dieser Software nach dem CCC, dass wir dieses Portal eben portabler machen können und da auch andere davon profitieren können und es irgendwie nutzen können. Genau, wollen wir mal wagen, nochmal in diesen Tab mit dem... Schauen wir mal. Welcher Bild war denn hier der letzte? Das hat scheinbar nicht geklappt. Nee, das hat scheinbar nicht geklappt. Live-Demo. Also mein WLAN hier ist natürlich auch sehr schnell gerade. Okay, aber was ich vorhin schon mal probiert hatte, war... genau, kannst ja hier ihm... Das wird jetzt auch eine weiße Seite erstmal geben, aber dieses Testvideo von 1 Minute habe ich vorhin bei einem Talk aufgenommen, habe ich von meinem Telefon aus aufgenommen, habe es in dem Video-Upload-Portal hochgeladen und hat offensichtlich funktioniert. Ja, ich habe es vorhin auch schon geguckt, aber... Naja. Internet, ja? Genau. Immer Internet, das Internet wird sich eh nicht durchsetzen. Genau, haben wir noch eine Folie? Haben wir noch Themen? Nee, wisst ihr nicht genau. Hier sind halt nochmal die Repos. Falls da jemand mitmachen will, wie wir schon gesagt haben. Genau. Ansonsten. Ich sehe eine Frage. Du musst das Mikro hinbringen. Ja, klasse erstmal. Ja, ich habe 2 Fragen. Die eine ist. Wenn es doch so einfach ist, was gibt es denn für Anforderungen an den Content? Du sagst, fertig geschnitten. Kann ich halt zum Beispiel ein Aufbauvideo von irgendeinem Flüchtlingsheim einfach hochladen? Wie ist es mit den Tags? Zeig doch nochmal das Formular vielleicht. Was muss ich denn angeben? Wollt ihr vielleicht für jede Community eine eigene Seite bauen oder kann ich mir eine machen? Also sprich, München schickt jetzt mal 20 Videos. Wie würde ich das machen? An der Stelle müsst ihr halt erstmal mit uns Kontakt aufnehmen, dass wir dieses Event, was man hier sieht, ich komme gerade nicht zurecht, dass man hier halt irgendwie dieses Event anlegt, da kann man sich ja viel drunter vorstellen. Man könnte halt auch Freifunk München Aufbauvideos irgendwie als Event anlegen und dort solche Sachen auch mit hochladen. Oder hallo. Ja, oder nur München allgemein. Und dann können wir halt alles einsammeln. Wir haben eigentlich schon eine Menge Sachen da. Zweite Frage ist, was ist mit zum Beispiel Audiosachen wie Podcasts? Würde ich die auch dort hochbringen können? Weil es gehört eigentlich mit dazu. Wie ist das? Ich glaube, prinzipiell unterstützt das Media-Portal vom CCC auch Audio
Sachen. Im Moment sind wir aber tatsächlich erstmal nur auf Videos fokussiert. Das muss man dann halt mal später sehen, wie man das irgendwie den Workflow vielleicht umgestalten kann, dass man irgendwie auch das mit Audio macht. Im Moment ist es halt mit FFmpeg alle Sachen, die da passieren, und da muss garantiert noch ein bisschen was gemacht werden, dass man irgendwie eine andere Verarbeitungsstrecke für Audiodaten irgendwie hat. Ja, so, habe ich noch mal ein Mikro? Hallo. Doch, ja. Habe ich jetzt Mikro oder nicht? Doch, habe ich. Ja. Also ich finde es cool. Ich würde mich freuen, wenn wir es für München machen. Dann würde ich gleich eine Menge Content einsammeln. Wir haben nämlich was und wir wissen selbst nicht, wohin. Wir wollen gerade einen Podcast starten. Wir wollen mehr aufnehmen. Wir wollen mehr berichten von den Events, wo wir sind. Also ich finde es klasse. Ich würde es sofort nutzen, wenn wir uns ein bisschen über so eine Struktur einigen. Das ist eventuell irgendwie zu wenig an Metadaten. Glaube ich. Vielleicht kann man noch ein bisschen mehr nutzen. Ja, das sind jetzt die Art Metadaten, die das Portal auch irgendwie erstmal vorsieht, die man dort eingeben kann. Muss man halt sehen. Gegebenenfalls muss halt an mehreren Stellen erweitert werden und entsprechend aufwendig wird das Ganze. Aber ihr habt ja die Links zu den Repositories gesehen. Da können ja die roten Hüte irgendwie vielleicht dann mitentwickeln. Genau, also das Formular ist jetzt halt wirklich nur aus den Anforderungen von dem MediaCCC-Fork entstanden. Also die Parameter, die halt haben wollen. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Da ist noch eine Frage. Bis wohin würde es denn skalieren? Oder sagen wir mal so, habt ihr eine Vorstellung davon, wie schlimm es werden könnte, wenn jetzt wirklich Unmengen von Content kommt? Du meinst, was zum Beispiel an Datenmengen abgelegt werden kann irgendwo? Genau, richtig. Oder ab wo wir haben jetzt erstmal kleine Brötchen gebacken und 50 Gigabyte könnten wir jetzt erstmal mit Videos vollpflastern. Aber da wir ein CDN haben, wird sich das auch relativ problemlos, glaube ich, erweitern lassen, wenn es die Anforderungen gibt. Und dann müssen wir uns halt umsehen, wie kann man sowas finanzieren, wie können wir das irgendwie gemeinsam stemmen. Aber ich bin mir sicher, dass wir da innerhalb der Freifunk-Community die Ressourcen finden werden, um sowas zu stemmen. Ich entschuldige mich, wenn ich jetzt hier eine Frage zweimal stelle. Ich bin mal kurz auf Toilette gewesen, deswegen habe ich eventuell die Frage nicht mitbekommen. Habt ihr in Betracht gezogen, als CDN dahinter vielleicht ein Peer-to-Peer-Netzwerk wie IPFS zu nutzen, zufällig? Also habt ihr... Wäre grundsätzlich möglich, das noch zu erweitern und da auch weitere Anbieter irgendwie dazuzunehmen. Ich glaube, auch im CCC-Umfeld wird ja auch mit Torrents und sowas gearbeitet, dass sowas dann auch unterstützt werden kann. Im Moment ist es halt wirklich nur ein HTTP-CDN, war der einfachste und erstmal auch der einzige Weg, den wir gehen wollten, um erstmal wirklich mit einem einfachen Produkt an den Start zu gehen, dass es überhaupt erstmal funktioniert. Aber grundsätzlich erweiterbar auf jeden Fall, ja. Danke. Okay, scheint keine weiteren Fragen zu geben. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und um 21 Uhr gibt es dann hier Freiwurst in der Wurstbude, wie sie genannt wird. Ich bin gespannt.